sehr gut. Ja, die Vorfreude, die Euphorie und ja, das Ganze drumherum machen das so positiv, dass man sich einfach schon wieder aufs nächste Spiel freut. Und ja, bisher ist ja die Stimmung und die Ausgänge der Partien sehr positiv geworden. Ja, ich muss schon sagen, durch die laute Arena und auch die vielen Emotionen, die da hochgekocht sind, ist man natürlich auf jeden Fall bei 100% in der Schiene. Und da fällt es einem dann schon ein bisschen schwerer, runterzukommen. Aber natürlich mit Hinblick auf das Spiel, was morgen schon wieder ansteht, ist man da dann mittlerweile professionell genug, um das einfach abzuschalten und zu sagen, hier, ich muss jetzt schlafen und ja, sich dann, wie gesagt, einfach auf den Trainingstag heute vorbereitet. Ja, Russland ist eine sehr gute Mannschaft, die mit Dibirov einen sehr, sehr individuell starken Spieler hat, der sowohl in der 5-1-Abwehr vorne viele Bälle klaut und dann zusammen mit dem Rechtsaußen dann eben viele erste Welle Tore macht. Aber natürlich ist Russland auch bekannt über die Präsenz, die sie körperlich an den Tag legen. Und da geht es dann auch wie gestern im Spiel gegen Brasilien wieder körperlich alles dagegen zu setzen, eine super Abwehr zu spielen und dann ja, so viele einfache Tore wie möglich zu erzielen.